Es liegt mir sehr daran, auf diese Verfassung hinzuweisen, die in der Tat ein Schlüsseldokument in der hamburgischen Demokratiegeschichte darstellt und eigentlich viel zu wenig bekannt ist und viel zu wenig gewürdigt ist. Die hamburgische Verfassungsgeschichte ist ja eh eine komplizierte. Sie beginnt in der frühen Neuzeit mit den heftigen Bürgerkämpfen, wie es sie eigentlich sonst nirgendwo in Deutschland gegeben hat. Und es ging immer um das Vorrecht von Senat und Bürgerschaft. Das wurde dann 1712 geklärt, unter anderem auch durch eine kaiserliche Kommission, dass die höchste Gewalt oder die Souveränität dem Rat, später Senat genannt, und der Bürgerschaft unteilbar und zusammen zukommt. Und das blieb auch noch im 19. Jahrhundert so. Es scheiterte in Hamburg 1848/49 eine Verfassungsreform. Es wurde eine Konstituante ausgearbeitet, eine für damalige Verhältnisse ausgesprochen moderne Verfassung, die auch als bisher einzige in der hamburgischen Geschichte einen Grundrechtskatalog enthielt. Aber die konservativen Kräfte im Rat, im Senat und in Verbindung die beiden großen Mächte Preußen und Österreich haben verhindert, dass diese Konstituantenverfassung in Kraft getreten ist. Gleichwohl ist sie ein bedeutendes Dokument und man kann ja vielleicht in einigen Jahren, wenn 175 Jahre Revolution 48/49 anstehen, darauf nochmal gesondert eingehen. Erarbeitet wurde diese Konstituante übrigens im Haus der Patriotischen Gesellschaft. Das Rathaus war ja 1842 abgebrannt, sodass man ausgewichen ist in diesen Ort, der heute ja auch nicht nur deswegen, aber auch vor allem deswegen als einer der Orte der deutschen Demokratiegeschichte gilt. Also wenn Sie mal an der Trostbrücke vorbeigehen, am Haus der Patriotischen Gesellschaft, in dem großen Festsaal tagte damals mit großem Interesse seitens der Hamburger die Konstituante. Aber es waren eben nur die Männer, obwohl es in Hamburg ja durchaus schon eine Frauenbewegung um 1848/49 gegeben hat, die aber vor allem Bildung, Anspruch, Teilhabe an Bildung zum Ziel hatte. In Hamburg wurde dann 1859 eine Art Teilmodernisierung der Verfassung durchgeführt. Die wohlhabenden Hamburger konnten einen Teil der Bürgerschaft direkt wählen, aber es blieb bei Vorrechten für die Grundeigentümer, die traditionell in Hamburg seit dem Mittelalter eine ganz starke Stellung hatten, und den sogenannten Notablen. Das waren Honoratioren, Männer, die in verschiedenen Zweigen der Verwaltung und der Justiz tätig gewesen waren oder noch tätig waren. Und diese beiden Gruppen, die Grundeigentümer und die Notablen, die behielten bis 1918/19 ihre Vorrechte. Es hat dann mehrere kleinere Revisionen an dieser Verfassung gegeben. Entscheidend war aber 1906 eine Wahlrechtsverschlechterung, nachdem 1901 mit Otto Stolten der erste Sozialdemokrat in die Bürgerschaft eingerückt war. Und dann ein paar weitere Sozialdemokraten folgten und große Teile des bürgerlichen Hamburgs sahen daraufhin die Gefahr einer roten Flut und eines Angriffes auf ihr Rathaus, sodass sie dann noch einmal das Wahlrecht verschlechterten. Es war dann so, dass nach wie vor ein Teil gewählt wurde, aber man musste eine bestimmte Steuerleistung erbringen. Und dann wurde davon nochmal wieder abgekoppelt eine kleinere Gruppe, nicht so viele Abgeordnete, die einen geringeren Betrag versteuerten. Und es wurden eigentlich auch schon benachteiligt die Bewohner des Landgebietes, das damals ja in einem Umbruch sich befand. Die Vorstadtbildung war in vollem Gange und von daher war auch das Landgebiet benachteiligt. Alle Versuche, diese Verfassung zu verändern, dieses Wahlrecht zu verändern, im Ersten Weltkrieg scheiterten. Und es bedurfte dann erst der Novemberrevolution, also der revolutionären Ereignisse in den ersten Novembertagen 1918. Und dann war eine der ersten Entscheidungen des Arbeiter- und Soldatenrates, dass es freie Wahlen geben sollte für Männer und Frauen nach den Prinzipien des freien und allgemeinen gleichen Wahlrechts. Das war eine grundlegende Entscheidung. Der Arbeiter- und Soldatenrat übernahm für einige Zeit ja auch die politische Macht in Hamburg, hat sich dann aber sehr schnell aufgrund der großen Herausforderungen, die sich stellten in politischen, vor allem aber auch in wirtschaftlichen Fragen, in der Rückkehr der Soldaten, war der Arbeiter- und Soldatenrat angewiesen auf Senat und Bürgerschaft, vor allem aber auf die Verwaltung. Und so kam es zu dieser in Deutschland gar nicht so häufigen Konstellation, dass die alte Bürgerschaft weiter bestand, der Arbeiter- und Soldatenrat Gesetze und Verordnungen erließ,
und dann die alte Bürgerschaft sich auf diese Verhältnisse einstellte. Auch der Senat akzeptierte die neuen Verhältnisse. Und so wurden zum Beispiel Ende 1918 noch zwei große Ziele der Sozialdemokraten, auch der Linksliberalen, in der alten Bürgerschaft beschlossen, nämlich die Einführung eines Arbeitsamtes. Das war in Hamburg bis dahin weitgehend auch ein Geschäft, das Private übernahmen oder das die Patriotische Gesellschaft mit einem Arbeitsnachweis besorgte. Und das zweite war der Einstieg in die Förderung des kommunalen, des öffentlichen Wohnungsbaus. Das hat also die alte Bürgerschaft noch beschlossen. Dann kam es zu den Wahlen zum Reichstag und danach auch dann 1919 zu den ersten Bürgerschaftswahlen und jetzt zum ersten Mal eben auch unter Beteiligung der Frauen. Hamburg hatte eine starke bürgerliche, aber auch eine starke proletarische Frauenbewegung und deren Ziel war es schon, vor dem Ersten Weltkrieg gewesen, nun auch das Frauenwahlrecht durchzusetzen und zu realisieren. Aus den Wahlen gingen die Sozialdemokraten als Sieger hervor. Sie bildeten aber mit den Linksliberalen in Hamburg, sehr starken Linksliberalen, eine Koalitionsregierung. Das hat damit zu tun, dass 1906, als das Wahlrecht so drastisch verschlechtert wurde, die Linksliberalen sich dagegen ausgesprochen haben und so entstand über die Jahre dann ein Vertrauensverhältnis zwischen Sozialdemokraten und Linksliberalen, das dann eben auch dazu führte, dass die Sozialdemokraten im Grunde die Macht teilten. Ihr sozialdemokratische Spitzenpolitiker in dieser Zeit, Otto Stolten, wollte die alten Hamburger Familien beteiligen und das Bürgertum eben für die Demokratie gewinnen. Das war also ein ausgesprochenes Ziel. Es gab auch in Hamburg heftige Kämpfe im Zuge der Revolution, die allerdings nie das Ausmaß angenommen haben wie etwa in Berlin oder in München oder in Bremen. Im Grunde arrangierte man sich. Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl war eindeutig und diese neue Bürgerschaft sah sich dann vor großen Herausforderungen. Vor allem galt es, diese sehr ambitionierten bildungspolitischen Ziele umzusetzen. So wurde in einer der ersten Bürgerschaftssitzungen mit einem Gesetz die Gründung einer hamburgischen Universität und einer Volkshochschule beschlossen. Das war für Deutschland ein Novum, die erste von einem demokratischen Parlament im Grunde beschlossene Universität. Es begann auch schon zu Ostern 1919 dann ein ambitioniertes Reformprogramm in den Volksschulen, die sogenannten Reform- und Versuchsschulen. Das war lange vorbereitet worden durch die Volksschullehrerschaft, die in Hamburg schon im Kriege, vor dem Kriege, den Sozialdemokraten und den Linksliberalen zuneigte, aber eben eine Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie war vor 1918, 19 jedenfalls öffentlich nicht möglich. Also der Anteil der Lehrer und auch Lehrerinnen in dieser ersten Bürgerschaft war relativ groß und bedeutsam. Überlagert wurde dann aber der Prozess, der dann einsetzte, der Verfassungsgebung durch die Unruhen im Sommer 1919, die Lebensmittelunruhen, die sogenannten Sülze-Unruhen, die dann ja auch zum Eingreifen von Truppen seitens des Reiches führten, also der berühmt-berüchtigte Letto Vorbeck, der dann hier in Hamburg auch ziemlich rücksichtslos meinte, die Ordnung wiederherstellen zu sollen. Und so war also das Jahr 1919 auch zu einem großen Teil von solchen Dingen überlagert und eigentlich begann man dann mit der Verfassungsarbeit 1920. Vorbereitet allerdings eben durch diese vielen Reformvorschläge, die es schon vorher gegeben hat. So viel wir wissen, waren fast nur Männer beteiligt an diesen Verfassungsberatungen, obwohl ja durchaus auch Frauen schon in die Bürgerschaft hineingewählt worden sind. Und die Verfassung, die dann ausgearbeitet wurde, stellt in der Tat für die hamburgischen Verhältnisse einen radikalen Systemwechsel dar. Es war jetzt nicht mehr der Senat, der an erster Stelle stand, sondern die Bürgerschaft kam an die erste Stelle, also die Vertretung des Volkes. Und das war eben ein Bruch mit, wenn man so will, jahrhundertelanger hamburgischer Verfassungspraxis. So hieß es denn auch in dem ersten Abschnitt Staat und Volk, Artikel 1. Der hamburgische Staat ist eine Republik und bildet unter dem Namen Freie und Hansestadt Hamburg ein Land des Deutschen Reiches. Artikel 2. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird nach Maßgabe der Verfassung und der Gesetze ausgeübt.
Im Grunde gab es einen Vorläufer, wenn man so will. Man musste ja, nachdem die Bürgerschaft zusammengetreten war, im Frühjahr 1919 eine Grundlage haben. Und da hatte man dann schon ein Gesetz über die vorläufige Staatsgewalt verabschiedet, das sinngemäß eben auch diese Veränderung bedeutete. Und da hieß es dann auch, die Ausübung der höchsten Staatsgewalt steht der Bürgerschaft als der Vertretung des hamburgischen Volkes zu. Es blieb bei der Zahl der Abgeordneten, das war relativ hoch, 160 Abgeordnete hatte die Bürgerschaft, aber nunmehr ja in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wahltag, auch das war neu, musste jetzt ein Sonntag oder ein öffentlicher Ruhetag sein. Wählen konnten jetzt alle über 20 Jahre alten Reichsangehörigen, die im hamburgischen Staatsgebiet wohnten, Männer und Frauen. Wählbar war man mit 25 Jahren. Zuvor lagen die Altersgrenzen bei 25 Jahren für die Wahlberechtigung, bei 30 Jahren für die Wählbarkeit. Das war also ein deutlicher Schritt, der sich allerdings so schnell noch nicht ausgewirkt hat. Es dauerte eine ganze Weile, bis dann auch jüngere Abgeordnete im Laufe der Weimarer Republik in die hamburgische Bürgerschaft einzogen. Neu war auch, dass die Bürgerschaft ihre Auflösung beschließen konnte. Das war vorher gar nicht vorgesehen. Vorher lag die Prärogative ganz eindeutig beim Senat. Neu war auch, das scheint uns überraschend und eigentlich heute ja ein Selbstverständnis, jeder Abgeordnete konnte an den Senat in öffentlichen Angelegenheiten Anfragen richten, die der Senat binnen 2 Wochen zu beantworten hatte. Und zwar von einem Senatsvertreter im Parlament. Auch davon wurde langsam erst Gebrauch gemacht. Die Abgeordneten mussten sich also an dieses neue Recht, das ihnen zuteil wurde, auch erst gewöhnen. Ein Drittel der anwesenden Abgeordneten konnte nach der Beantwortung durch den Senatsvertreter auch eine Besprechung im Parlament beantragen. Möglich waren auch schriftliche Antworten, sofern der Abgeordnete oder die Abgeordnete sich damit begnügen sollte. Neu war, auch das ist heute für uns völlig selbstverständlich, das Recht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Das gab es in der alten hamburgischen Bürgerschaft nicht. Beibehalten wurde eine Eigentümlichkeit der Hamburger Verfassung, die sogar in die Reformationszeit zurückgeht. Es gab einen Bürgerausschuss, der über die Verfassung und Gesetze zu wachen hatte und in dringlichen Fällen auch Ausgaben und Veräußerungen von Staatseigentum in einer bestimmten Höhe genehmigen konnte. Dieser Bürgerausschuss, der so eine Art hervorgehobener Ausschuss im Parlament gewesen ist, ist in Hamburg erst 1996 abgeschafft worden. Es gab ja da eine grundlegende Parlamentsreform, die auch die Richtlinienkompetenz des ersten Bürgermeisters mit sich brachte, den Status des Feierabendparlamentes zu verändern begann. Und damals erst hat man diesen Ausschuss abgeschafft. Der war in der Regel von den Elder Statesmen besetzt, die dann mit dem Senat häufig eben in kritischen Situationen, wenn Entscheidungsbedarf war, auch über finanzielle Angelegenheiten entscheiden konnten. Anders als vorher, wo das ein ausgesprochen kompliziertes Wahlverfahren war für den Senat, an dem auch amtierende Senatoren beteiligt waren, wurden die Abgeordneten jetzt vom Parlament mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt und auch nicht mehr, wie das im alten Hamburg üblich war, auf Lebenszeit. Neu war auch die Möglichkeit, dass das Parlament dem Senat in Gänze oder einzelnen Senatoren das Vertrauen entziehen konnte. Der Senat konnte, wenn so ein Antrag eingebracht wurde, einen Volksentscheid herbeiführen, ob er selbst zurückzutreten hat oder die Bürgerschaft neu zu wählen ist. Das ist allerdings in der Weimarer Republik nicht eingetreten. Der Senat blieb im Amt, bis ein neuer gewählt wurde. Und das hat dann eine erstaunliche Stabilität auch in Hamburg bis 1932 bewirkt. Es gibt ja in Deutschland relativ wenige Länder in der Weimarer Republik, die politisch sich durch eine Stabilität auszeichnen. Da gehört Hamburg dazu, zunächst ja mit diesem starken Bündnis von Sozialdemokraten und Linksliberalen, dann seit 1924 auch unter Einschluss der in Hamburg sehr rechtsorientierten Deutschen Volkspartei. Aber das hielt bis 1932. Baden wäre noch ein vergleichbares Gebiet. Anhalt, kleines Ländchen in Mitteldeutschland, vor allem aber auch Preußen, wo die Weimarer Koalition
ja dann auch noch unter Einschluss des katholischen Zentrums agieren konnte. Das Zentrum spielte in Hamburg so gut wie keine Rolle. Der Anteil der Katholiken war, abgesehen von einzelnen Stadtteilen, in Hamburg nicht sehr groß. Also im Wesentlichen getragen wurde diese Weimarer Koalition von Sozialdemokraten, der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei und der Deutschen Volkspartei. Der Senat wählte wie traditionell aus seiner Mitte einen ersten und zweiten Bürgermeister, und zwar immer am Jahresende. Das Amt des ersten Bürgermeisters überließ Otto Stolten, der Sozialdemokrat, den, wie er sagte, alten Familien, sodass zunächst also Werner von Melle, später Arnold Distel dieses Amt innehatten, dann der wirklich bedeutende linksliberale Politiker, auch auf Reichsebene bedeutende Karl Petersen. Und erst 1929 im Dezember wurde dann mit Wirkung von 1930 mit Rudolf Roß ein Sozialdemokrat erster Bürgermeister. Rudolf Roß war einer der Volksschullehrer, die schon vor 1918 vehement für Veränderungen im Bildungswesen, vor allem aber auch für Veränderungen in der Politik der Stadt eingetreten sind. Er wurde der erste Direktor der Volkshochschule in Hamburg und später Bürgerschaftspräsident. Das war also noch sozusagen wie im alten Hamburg. Wenn der Senat zurücktritt, dann hieß es, hat er bis zur Wahl eines neuen Senats die Geschäfte weiterzuführen. Diese Bestimmung wurde dann gegen Ende der Weimarer Republik bedeutsam, weil die extremen Kräfte ja sich nicht verständigen konnten und so der alte Senat geschäftsführend im Amt blieb, was erhebliche Einschränkungen der Handlungsfähigkeit zur Folge hatte. Man musste ja im Rahmen der letzten verabschiedeten Haushaltspläne bleiben, also der Gestaltungsspielraum war immer enger geworden. Neu war auch in Hamburg die Einführung eines Staatsgerichtshofes, den die Bürgerschaft auch anrufen konnte, wenn sie meinte, dass Mitglieder des Senates die Verfassung oder auch Gesetze verletzen. Diesem Gerichtshof, auch das war so eine Hamburger Konstruktion, gehörten der Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichtes an, 5 von der Bürgerschaft gewählte Mitglieder und dann noch 3 weitere von den Mitgliedern des Hanseatischen Oberlandesgerichts aus ihrer Mitte gewählte Personen. Also eine Verbindung aus Politik und Justiz. 1926 hat man das nochmal verändert und beschlossen, dass Mitglieder der Bürgerschaft, des Senats und auch die Staatsräte, also die früheren Senatssyndici, dem Staatsgerichtshof nicht angehören sollten. Also es wollte keine zu starke Politisierung. Dieser Staatsgerichtshof kann als Vorläufer des in der Verfassung von 1952 verankerten Hamburgischen Verfassungsgerichts angesehen werden. Neu war auch, dass die Verfassung Volksentscheid und Volksbegehren ermöglichte. Die wurden aber in der Weimarer Republik gar nicht genutzt. Also anders als auf Reichsebene, wo sie zum Teil ja eine wichtige Rolle gespielt haben in der Politisierung und auch Polarisierung, hat man das in Hamburg gar nicht genutzt. Man hat die 1946 und 1952 in den Folgeverfassungen nicht wieder aufgenommen, sondern erst 1996 in die Verfassung eingeführt. Und bis heute ist ja die Art und Weise der Durchführung durchaus umstritten. Also Angelegenheiten eigentlich von Gesamt-Hamburger Bedeutung können unter Umständen in einem Bezirk entschieden werden. Sie erinnern sich vielleicht an Fahrradweg in Övelgönne und solche Dinge. Also das ist sicher noch nicht ausgereift. Also da wird man weiter diskutieren. Ganz interessant ist, dass ein Abschnitt auch der Verwaltung galt und da wurde festgehalten an einer ganz alten Hamburger Tradition, die auch in die Reformationszeit zurückgeht, nämlich die ehrenamtliche Mitwirkung von Bürgern in den Verwaltungsbehörden. Jetzt aber mit der Erweiterung auf alle Staatsbürger. Und da hieß es dann, das Volk ist zur Mitwirkung an der Staatsverwaltung berufen. Gemeint waren damit die Deputationen, also bürgerliche Ausschüsse bei den Behördenleitungen, deren erste im 16. Jahrhundert entstanden waren. Die Verfassung von 1946 und 1952 hat an dieser Hamburger Eigentümlichkeit, Vergleichbares gibt es noch in Bremen, festgehalten. Ganz interessant ist, dass der Bürgerschaft aktuell ein Antrag der Fraktionen von SPD und
Grünen vorliegt, die Deputationen abzuschaffen. Das wird begründet mit den Transparenzgesetzen, die es heute gibt, die also jedem Bürger im Grunde erlauben, Einblick in Verwaltungsabläufe zu nehmen. Aber im Grunde ist das eine kritische Situation. Also der sozialdemokratische Politiker Adolf Schönfelder, 1919 als junger Abgeordneter in die Bürgerschaft gekommen, später Senator, Bürgerschaftspräsident, hat 1959, als das 100-jährige Jubiläum der ersten teilgewählten Bürgerschaft begangen wurde, diese Behördendeputationen zu den bewährten demokratischen Traditionen des Stadtstaates gerechnet und gesagt, durch die gute sachliche Vorarbeit der Deputationen wurde immer bewirkt, dass auch in unseren Plenarsitzungen nur wenig zum Fenster hinaus geredet worden ist. Also das ist ein ganz spannendes Kapitel. Mal sehen, wie die Debatten laufen. Also die werden ja mit Sicherheit in den Ausschüssen der Bürgerschaft, in der Bürgerschaft selber geführt werden. Ich selber war mal 10 Jahre in der Deputation der Kulturbehörde unter den Senatoren Helga Schuchardt und Ingo von Münch und habe diese Form der bürgerlichen Mitverantwortung und Beteiligung außerordentlich schätzen gelernt. Später war ich ja auch 10 Jahre in der Bürgerschaft. Also mir leuchtet das nicht ganz ein, dass das dieses alte hamburgische Element abgeschafft werden soll. Festgelegt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, war, alle Beamten sollten auf die Weimarer Verfassung vereidigt werden. Und Sie wissen ja, dass vor allem in den Teilen der Verwaltung, vor allem in der Justiz, das mit der Treue zur Verfassung nun eine ganz besondere Sache gewesen ist. Also große Teile der Beamtenschaft oder auch der Justiz lehnten die Republik ab. In Hamburg gab es durchaus demokratische Kräfte in der Beamtenschaft, auch starke Beamtengewerkschaften. Und es gab auch reformorientierte Juristen, aber ein großer Teil eben stand dieser Republik mit großer Distanz gegenüber. Dann gab es heftige Debatten, eigentlich mit die heftigsten in der Bürgerschaft, über einen Artikel 66, mit dem ein Arbeiterrat und ein Wirtschaftsrat eingerichtet werden sollten, um, wie es hieß, bei der Erfüllung der wirtschaftlichen Aufgaben und bei der Ausführung der Sozialisierungsgesetze mitzuwirken. Das war eine der Forderungen der Arbeiter- und Soldatenräte auf Sozialisierung. Das ist aber ja nicht eingetreten. Es gab ja dann Abkommen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, um überhaupt die Ordnung und den Arbeitsmarkt einigermaßen aufrechtzuerhalten. Das blieb also Forderung von weiter links stehenden Kräften. Aber es wurden tatsächlich Arbeiterrat und Wirtschaftsrat gebildet. Die wurden auch gewählt in den Betrieben bzw. von den wirtschaftlichen Interessensvertretungen. Über deren Wirken in der Weimarer Republik in Hamburg wissen wir so gut wie nichts. Also das ist noch eine Aufgabe, die sich der Forschung stellt, inwieweit die beratend oder sachverständig überhaupt aktiv werden konnten. Aber sie waren eine ganz zentrale Forderung des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates. Im Artikel 70, auch das ist eine Neuerung, auch im Vergleich mit anderen Verfassungen dieser Zeit, wurde ausdrücklich die staatsbürgerliche Bildung angesprochen. Im Schulunterricht ist die Jugend mit den Grundzügen der hamburgischen Verfassung bekannt zu machen. Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung. Das ist auch tatsächlich passiert und es wurden zum Teil sogar auch noch kleinere andere Bücher den Schulabgängern mit auf den Weg gegeben, darunter der hat der ziemlich bekannte Schriftsteller Hans Leib so eine Art Rechenschaftsbericht über das moderne Hamburg, also Städtebau, Schulbau, Grünanlagen geschrieben. Das wurde also den Schülern einmal auch mit der Verfassung ausgehändigt. Merkwürdig ist, dass dieser Artikel 1946 und 1952 nicht wieder aufgenommen wurde. Das ist also beschränkt sich auf die Weimarer Zeit. Die Verankerung von Grundrechten, das hatte ich erwähnt, wurde anders als 1849 nicht in die Verfassung aufgenommen, mit dem Hinweis, die seien ja nun auch in der Reichsverfassung enthalten. Also da hat man dann den Verweis auf die Weimarer Verfassung gegeben. Auch ein anderes Ziel, das in der Verfassung festgeschrieben wurde, eine demokratische Neuordnung der Verwaltung, erfolgte zunächst nicht. Erst 1926 wurde dann ein Gesetz über den Aufbau der Verwaltung verabschiedet.
Da stand dann allerdings die Steigerung der Effizienz der Behörden und nicht so sehr die Frage der demokratischen Verlässlichkeit oder Treue der Beamtenschaft im Vordergrund. Mit dieser Bürgerschaftswahl vom 16. März 1919, mit dem Gesetz über die vorläufige Staatsgewalt und dann mit der Verfassung vom 7. Januar 1921 ist in der Tat, wie das Kolleginnen und Kollegen jetzt genannt haben, ein tiefgreifender politischer Systemwechsel verbunden, eine politische Transformation zwischen Aufbruch und Tradition. Neue politische Kräfte konnten wirksam werden, vor allem eben aus der Arbeiterbewegung, aber auch aus der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung. Ein Elitenaustausch allerdings in den entscheidenden Institutionen und Organisationen, etwa der Wirtschaft, auch der Verwaltung, der Justiz, der blieb weitgehend aus. Was eine starke Stütze der Demokratie war, das war vor allem eben die Volksschullehrerschaft. In der Universität gab es einige überzeugte Republikaner und im höheren Schulwesen auch den einen oder anderen Lehrer, ansonsten aber dort sehr viel Vorbehalte. Man kann das sehr schön daran sehen, dass der Verfassungstag, der Tag, an dem die Weimarer Verfassung von Friedrich Ebert unterzeichnet wurde, der 11. August, sich eigentlich nie in der Festkultur der Weimarer Republik hat durchsetzen können. Der wurde zum Teil auch von konservativen Lehrern unterlaufen, indem sie dann Sport und Spiele angeboten haben. Manchmal wurden auch die Mikrofone sabotiert für die Ansprachen. Bedeutend sind in Hamburg allerdings einige Verfassungsreden, die gehalten wurden von dem Völkerrechtler Albrecht Mendelssohn Bartholdy, der in Hamburg ein Institut eingerichtet hat, das erste deutsche Friedensforschungsinstitut gelten kann. Wenn Sie mal an der Alten Post vorbeigehen, ist da eine Gedenktafel. Da war also der Sitz dieses Instituts für Auswärtige Politik. Dann Ernst Cassirer, der bedeutende Philosoph, Hamburger Bürger und Hamburger Jude, der eine ganz bemerkenswerte Verfassungsrede gehalten hat über deutsche Wurzeln des republikanischen und des demokratischen Gedanken. Und auch der Pädagoge Wilhelm Flittner hat eine Verfassungsrede gehalten, einer der wenigen überzeugten Demokraten unter den Hamburger Professoren. Also man muss da sehr genau schauen, wo waren Säulen, wo waren Stützen dieser neuen Verfassung, wer hat versucht, diese Verfassung auch bekannt zu machen. Mendelssohn Bartholdy hat, glaube ich, auch 29, 10 Jahre nach dem Beginn der Weimarer Republik in Altona eine Verfassungsrede gehalten. Altona war ja neben Hamburg eine ebenfalls ganz stark von Sozialdemokraten und Linksliberalen geprägte Großstadt mit einem äußerst ambitionierten Reformprogramm, vor allem im Bildungswesen, aber auch im Städtebau. Namen wie Fritz Schumacher in Hamburg oder Gustav Oelsner in Altona stehen ja für diesen republikanischen Aufbruch. Also man wird wenige Städte finden, in denen auf diesen Feldern, dem Wohnungsbau, der Stadtentwicklung, so viel geleistet wurde wie in Hamburg. Also man könnte Magdeburg vielleicht noch nennen, Teile auch von Berlin. Aber im Grunde ist das also ein Charakteristikum unserer beiden Städte, dass auf diesen Feldern, jedenfalls in den guten Jahren der Weimarer Republik bis 1929, außerordentlich viel in Gang gebracht wurde. In Hamburg, ich hatte es angesprochen, Gründung der Volkshochschule und der Universität mit einem Gesetz, dann die Einbeziehung der Volksschullehrerausbildung in die Universität, was durchaus nicht unumstritten war, aber dann auch durchgesetzt wurde. Große Reformen auch im Bereich des beruflichen Schulwesens, also die Notwendigkeit, die Verpflichtung auch der weiteren Ausbildung nach dem Schulabschluss, die Möglichkeit auch mit Zusatzklassen zur mittleren Reife zu gelangen und was auch in Deutschland relativ selten ist, da gibt es ein paar Beispiele in Berlin, Neukölln, in Stuttgart, Arbeiter-Abiturientenkurse. Die wurden in Altona und zweimal auch in Hamburg durchgeführt. Und der bedeutendste, bekannteste Absolvent solcher Arbeiter-Abiturientenkurse ist Paul Nevermann, der spätere Hamburger Bürgermeister, der dann auf diese Weise zum Abitur kam, studieren konnte und Jurist wurde. Und es gibt eine ganze Reihe hochinteressanter Biografien in diesem Kontext. Mein Kollege Gunnar Zimmermann hat inzwischen außerordentlich viel
Archivmaterial gefunden, darunter auch Bewerbungsschreiben und Lebensläufe dieser Absolventen. Und es gibt eine Autobiografie eines Absolventen des zweiten Arbeiterbildungskurses, der sehr schön auch beschreibt, wie die Situation an der Hamburger Universität war. Er wurde dann Lehrer und hat also auch beobachtet, wie stark eben auch schon nationalsozialistisches Gedankengut an der Universität um 1930 präsent war, und nennt aber eben auch als überzeugte Demokraten Ernst Cassirer, Wilhelm Flittner und den Wirtschaftshistoriker und Nationalökonomen Heinrich Sieveking. Also das waren Träger der Demokratie an der Universität. Was den großen Unterschied ausmacht zwischen dem alten Hamburg und dem neuen Hamburg, das ist eben die Veränderung im Wahlrecht, dieses ungeheuer komplizierte Bürgerschaftswahlrecht. In Hamburg konnten zum Beispiel 1890, als die Sozialdemokraten alle drei Reichstagswahlkreise erobert hatten, von den 623.000 Einwohnern nur 23.000 überhaupt bei den Bürgerschaftswahlen mitmachen. Also da sieht man, wie klein dieser Kreis gewesen ist. Und mein Kollege, leider früh verstorbener Kollege Peter Borowski, hat mal ausgezählt, wie ungleich größer der Einfluss der Grundeigentümer und der Notablen war. Also wer in der Stadt ein Grundeigentum besaß, vielleicht auch ein Amt in der Verwaltung oder in der Rechtsprechung bekleidete oder bekleidet hatte, der konnte dann eben sozusagen dreimal abstimmen. Er wählte die Vertretung der Grundeigentümer, er wählte die Vertretung der Notablen und er wählte in der Gruppe der wohlhabenden Bürger. Und dieses Wahlrecht ist durchaus nicht selten. Es gibt ja im Moment eine spannende Debatte über fortschrittliche oder konservative, restaurative Tendenzen des Kaiserreiches. Da wird meistens übersehen, dass es eben in vielen Staaten des Kaiserreiches extreme Klassenwahlrechte gab. Das gilt also auch gerade für unsere norddeutschen Städte, die Stadtstaaten, für Hamburg, Bremen und Lübeck. Es gilt aber auch zum Beispiel für Sachsen und vor allem eben für das bei weitem größte Land, für Preußen. Also so fortschrittlich auch, abgesehen davon, dass Frauen ausgeschlossen waren, das Wahlrecht zum Reichstag war, umso konservativer, umso eingrenzender waren zum Teil die Wahlrechte in den Einzelstaaten. Also man wird bei einer Gesamtbetrachtung des Kaiserreiches, also eine muntere Debatte, die da im Moment im Gange ist, immer auch sehr genau schauen müssen, wie sah es in den einzelnen Staaten aus. In Preußen mit seinen vielen Provinzen, aber eben auch in den drei Stadtstaaten, die ja durchaus auch ihre Rolle in dieser Zeit gespielt haben. Vorbereitet, wie gesagt, wurde diese Wahlrechtsveränderung 1918-19 ja durch die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Vereinigten Liberalen. Ganz interessant ist, dass es auch in der Gewerkschaft der Lehrer, damals mit dem umständlichen Namen Gesellschaft der Freunde des Vaterländischen Schul- und Erziehungswesens, also heute ist das der Landesverband Hamburg, der GEW, 1906 eine große Debatte über diese Frage ausgebrochen ist. Soll man dieser Wahlrechtsverschlechterung, Sozialdemokraten sprachen immer vom Wahlrechtsraub, zustimmen oder nicht? Und da hat die Lehrergewerkschaft dann eben sich gegen diese Wahlrechtsverschlechterung ausgesprochen. Diese Lehrergewerkschaft war ja in Hamburg eine Macht, können Sie heute noch sehr schön sehen, wenn Sie die Rotenbaumchaussee hochgehen, das Curio-Haus, also das große Zentrum dieser reformorientierten Volksschullehrerschaft. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft braucht heute nur den kleinsten Raum dieser großen Anlage. Aber das ist eben auch eine spezifisch hamburgische Variante, 1805 entstanden, wohl der älteste bestehende Lehrerverein, ich will mal sagen vorsichtig, in Europa, gegründet von Johann Karl Daniel Curio, dessen Relief man da auch im Eingang sehen kann. Diese Volksschullehrerschaft, wie gesagt, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in den frühen Jahren der Weimarer Republik. Wenn man diese Verfassung dann einordnet in den Gang der hamburgischen Verfassungsgeschichte generell, dann wird man in der Tat sagen, es ist eine erhebliche Zäsur, gemessen an dem, was vorher war, also diesem immer behaupteten
gemeinsamen höchsten Recht, höchsten Gewalt von Senat und Bürgerschaft, die beiden gemeinsam zusteht, nun eindeutig die Prärogative beim Parlament, was in Hamburg nicht so ganz immer überachtet wird. Also wenn Bürgermeister oder Parlamentspräsidentin einen Aufruf unterschreiben oder eine Traueranzeige, müsste eigentlich die Bürgerschaftspräsidentin davor stehen. Also das sind so Feinheiten, wo die Protokollabteilungen auf beiden Seiten des Rathauses, glaube ich, sich immer nicht so ganz einig sind. Aber aus dem Tenor ist eigentlich ganz eindeutig Vorrang der Bürgerschaft. Allerdings, ich hatte es angesprochen, in den Krisenjahren der Weimarer Republik hat man eigentlich nur mit dieser Möglichkeit eines geschäftsführenden Senates arbeiten können. 1933 erfolgt dann ja durch das Eingreifen des Reiches in Hamburg die Machtübertragung an die Nationalsozialisten, die nun mit der parlamentarischen Verfassung überhaupt nichts mehr im Sinne hatten. Es gab zwar noch eine Bürgerschaft, aber die spielte überhaupt keine Rolle. Interessant ist, dass auch das wird meistens übersehen. Alle denken immer an den Reichstag und diese großartige Rede von Otto Wels, dem Sozialdemokraten. Die Kommunisten waren ja schon ausgeschlossen von der Mitwirkung. In der hamburgischen Bürgerschaft hat der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende Hans Podein eine ähnliche Rede gehalten, obwohl schon eben SA-Leute im Bürgerschaftsraum saßen und standen und die Abgeordneten unter Druck gesetzt haben. Es war in Hamburg üblich, das ging auch die Weimarer Republik noch so durch, wenn Bürgerschaftswahlen stattgefunden hatten, dann wurden die Abgeordneten eingeladen in St. Petri, die alte Ratskirche. Und da ist eben auch ein ganz bemerkenswertes Zeugnis die Predigt, die damals gehalten wurde. Und die zeigt eben, dass ein ganz großer Teil der hamburgischen lutherischen Kirche keineswegs seinen Frieden mit der Weimarer Republik gemacht hatte, sondern dass da massive Vorbehalte bestanden und vor allem die Pastoren, ein großer Teil der Pastoren, sich bei den Deutschnationalen engagierte, einige wenige bei der DVP. Und es gibt überhaupt nur einen hamburgischen Hauptpastor, der den Linksliberalen nahestand, Heinz Beckmann von St. Nikolai, dessen Schwester Emmy Beckmann eine ganz wichtige Rolle in der bürgerlichen Frauenbewegung und vor allem auch in der Bildungsbewegung gespielt hat. Also wenn man nach Kräften fragt, die der Verfassung kritisch gegenüberstanden, ablehnend gegenüberstanden, wird man eben auch die evangelische Kirche in Hamburg nicht aus den Augen verlieren. Schwierig ist es mit der Einschätzung der Wirtschaft. Am Anfang 1920 in den Verfassungsberatungen gibt es ein massives Interesse von Handelskammer, Handwerkskammer und Vergleichbaren, in die Verfassung aufgenommen zu werden. Das war in Hamburg eben traditionell. Die Handelskammer hatte eine ganz starke Position, auch den nahezu direkten Zugang. Es gibt ja immer diese Anekdote, es gäbe einen unterirdischen Gang von der Börse zum Rathaus. Das stimmt aber nicht. Das ist so eine der Hamburger Erzählungen, die gerne kolportiert werden. Aber es gibt ja eine direkte Verbindung, die sogenannte Seufzerbrücke. Da gibt es eine parlamentarische Anfrage von Dora Hayen, als sie parteilos war. Die hat dann mal gefragt, wer denn den Schlüssel hätte. Und dann wurde gesagt, ja, der Handelskammerpräses und der Geschäftsführer der Handelskammer, die hätten einen Schlüssel zu diesem Gang, könnten also problemlos auch ins Rathaus kommen. Aber wie gesagt, der unterirdische Gang, das ist eine Erfindung, das gibt es nicht. Aber dann hat man eben sich arrangiert, auch auf Seiten der Wirtschaft, und zugestimmt, dass Arbeiterrat und Wirtschaftsrat in der Verfassung verankert wurden. Allerdings haben wir in Hamburg schon relativ früh in der Wirtschaft Kräfte, die mit den Nationalsozialisten sympathisierten, Hitler schon sehr früh nach Hamburg eingeladen haben. Und 1932, 1933 gibt es eben auch in Hamburg außerordentlich einflussreiche Wirtschaftsführer, die diese Verbindung weiter gesucht haben. Was sich etwas anders entwickelt hat, war der Überseeklub, der ein eher liberales Gepräge hatte und auch in dessen Vortragslisten eben viele Demokraten auftauchten. Und der hat sich ja dann 1933 auch aufgelöst, während die anderen sich eigentlich ziemlich nahtlos dem Nationalsozialismus geöffnet haben. Wenn Sie mal an der Börse vorbeigehen,
an der Handelskammer, dann werden Sie vor den Treppenstufen da Stolpersteine sehen, die erinnern an die Mitglieder der Handelskammer im Ehrenamt, aber auch im Hauptamt, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung geworden sind. Und die Handelskammer hat auch ein Buch dazu herausgegeben, wo man die Biografien nachlesen kann. Die Bürgerschaft hat vor Jahren schon ein Buch herausgegeben, das immer wieder auch aufgelegt worden ist, mit den Schicksalen der verfolgten Abgeordneten, die in der nationalsozialistischen Zeit ums Leben gekommen sind. Einige sind auch Opfer, einige Kommunisten der stalinistischen Politik geworden. Also auch das gehört mit in dieses Gesamtbild. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann 1946 relativ schnell die Grundzüge dieser alten Verfassung von 21 wieder aufgenommen, mit eben den Dingen, die ich vorhin erwähnte, die man nicht berücksichtigt hat. Und 1952, nachdem das Grundgesetz verabschiedet worden war, hatte man dann in Hamburg auch in aller Ruhe eine neue Verfassung erarbeitet, weitgehend auch orientiert an der 21er. Zum ersten Mal in der hamburgischen Verfassungsgeschichte auch mit einer Präambel, in der ja Hamburgs besondere Stellung als Welthafen, als Welthandelsstadt und als Mittler im Ausgleich zwischen den Völkern betont wird. Und dann setzt eigentlich eine Verfassungsdebatte in großem Stil erst 1996 ein, eben dann auch mit grundlegenden Veränderungen, mit der Richtlinienkompetenz des ersten Bürgermeisters, mit dem teilweisen Abschied vom Feierabendparlament und mit der Möglichkeit, Volksbegehren und Volksentscheid durchzuführen. Die waren, das hatte ich ja erwähnt, in Weimar durchaus schon angelegt worden. Es gibt in den Verfassungsberatungen und vor allem dann am Ende, als die Bürgerschaft das Ganze zur Kenntnis nahm, durchaus bemerkenswerte Reden. Wir haben die in der kleinen Broschüre zur Verfassung von 1921 auch abgedruckt. Da kann man dann also auch noch Stellungnahmen eben von Otto Stolten oder von Helene Lange finden. Helene Lange, ja eine der großen Ikonen der deutschen Frauenbewegung, die war im Ersten Weltkrieg nach Hamburg gekommen. Und hier gab es ja eine soziale Frauenschule, die von ihr auch mit unterstützt und gefördert wurde. Und sie war die Alterspräsidentin der Bürgerschaft. 1848 in Oldenburg geboren und dann eben die Alterspräsidentin der Bürgerschaft. Und dann eben auch eine bemerkenswerte Rede von Rudolf Roß, dem späteren Bürgerschaftspräsidenten und ersten Bürgermeister Hamburgs. Spannend ist, dass es eine kleine Reihe von Broschüren gab, die zeigten, dass man durchaus diese Verfassung verbreitern wollte. Eine davon gab der Staatsrat, also früher sagte man Senatssyndikus, Karl August Struve heraus, der für den Senat an den Verfassungsberatungen beteiligt wurde. Und diese Ausgabe wurde von der Reichszentrale für Heimatdienst, Landesabteilung Hamburg-Lübeck, herausgegeben. Diese Reichszentrale für Heimatdienst ist der Vorläufer der heutigen Bundeszentrale für politische Bildung und die Landesabteilung Hamburg-Lübeck der Vorläufer unserer Landeszentrale für politische Bildung. Das wäre mal ganz spannend zu gucken, was die in der Weimarer Republik eigentlich alles so gemacht haben. Auf Reichsebene weiß man das relativ gut, aber auf der Landesebene wäre das noch interessant. Dieser Staatsrat Struve hat dann eine Kontinuität hergestellt der Verfassung und er meinte, in der hamburgischen Geschichte eine aufsteigende Linie politischer Teilhabe erkennen zu können. Das hamburgische Staatswesen trug von jeher freistaatliches Gepräge. In steigendem Maße waren es Erwählte des Volkes, die in Gesetzgebung und Verwaltung das Gemeinwesen leiteten. Freier Bürgersinn, fortschrittliches Streben und das Gefühl persönlicher Mitverantwortlichkeit am Staatswohl haben in Hamburg seit alters in breiten Schichten der Bevölkerung eine Stätte gehabt. Da kann man sagen, genauer hinsehen, das war doch ein sehr eingeschränkter Kreis
obwohl es immer wieder Anläufe gegeben hat, Bürgerkämpfe im 17. Jahrhundert, Reformbestrebungen Anfang des 19. Jahrhunderts, vor allem aber dann eben die Revolutionsbewegung 1848-49. Und ganz interessant ist, dass der Struve indirekt die Arbeit der Konstituante von 1848-49 angesprochen hat. Erwägungen, die bereits in den Verfassungskämpfen des vorigen Jahrhunderts breiten Raum eingenommen haben. Dann gab es eine zweite Broschüre, die stammte von dem Sozialdemokraten Richard Perner. Das war ein gelernter Schriftsetzer, der war nach Stationen in der brandenburgischen Provinz, in Forst in der Lausitz und in Brandenburg an der Havel als Redakteur des Hamburger Echo, der Parteizeitung der Sozialdemokraten, nach Hamburg gekommen, 1919 erstmals in die Bürgerschaft gewählt und eben auch aktiv an der Verfassungsgebung beteiligt. Und der hat dann noch einmal ganz deutlich gesperrt, gedruckt auch gesagt, die neue Verfassung Hamburgs ist revolutionären Ursprungs. Hat also auf die Beschlüsse der Arbeiter- und Soldatenräte und des Rates der Volksbeauftragten hingewiesen. Und auch er war überzeugt, dass Hamburg seit jeher ein freiheitliches Gepräge getragen habe, aber hat auch dann eben geschrieben, in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege mehr und mehr unter dem Zeichen einer rücksichtslos ausgeübten Klassenherrschaft. Das war also vor allem der Blick auf das eingeschränkte Wahlrecht und die Wahlrechtsveränderung von 1906. Aber auch er hat dann im Grunde die Kontinuität noch einmal unterstrichen. Aber wie die Bürgerschaft selbst in jahrhundertelangen Kämpfen dem früher alleinherrschenden Senat das Mitbestimmungsrecht abgetrotzt hatte, so erzwang sich nun die bisher entrechtete Arbeiterschaft das volle Bürgerrecht im Staat, das damit aufgehört hat, ein Vorrecht zu sein und in seiner ursprünglichen Bedeutung gegenstandslos geworden ist. Vorher war das Mitbestimmen immer an das Bürgerrecht gekoppelt. Man musste das Bürgerrecht erwerben, dann konnte man auch wählen. Das war also auch noch eine Erschwernis. Das kam also noch zusätzlich zu der erforderlichen Steuerleistung hinzu. Auch Perner hat den Bezug zu 1848-49 hergestellt. Und auch er hat geschrieben, die bewährte Mitwirkung ehrenamtlich tätiger Mitglieder der Verwaltungsbehörden, zu der nun der ganze Kreis der zur Bürgerschaft wählbaren Einwohner Hamburgs berufen sei, der sollte beibehalten werden, und er hoffte sich völlig neue Wege vom Arbeiterrat und vom Wirtschaftsrat. Dann gab es noch eine sehr ausführliche und auch mit Erläuterungen versehene Broschüre, die der Rechtsliberale, also der Deutschen Volkspartei angehörende Jurist und Politiker Max Mittelstein herausgegeben hat. Auch er hatte sich engagiert an den Verfassungsberatungen beteiligt, und auch er schrieb, die Novemberrevolution ist die stärkste politische Umwälzung, die Deutschland jemals erfahren hat. Dem entspricht die völlige Veränderung der deutschen Verfassungen. An die Stelle des Fürstenstaates ist der Volksstaat getreten. Die Freie und Hansestadt Hamburg war zwar von alters her ein Freistaat, aber ein Volksstaat im neuzeitlichen Sinne war es nicht, sondern eine aristokratische Republik. Und das Aristokratische hat er nochmal gesperrt gedruckt, also nochmal unterstrichen. Und in der Tat kann man davon sprechen, dass dieses alte Hamburger eben aristokratisch, oligarchisch geprägt war. Auch Mittelstein hat diesen langen Weg bürgerlicher Mitsprache seit dem Mittelalter hervorgehoben und dann noch einmal auch unterstrichen, dass diese alte oligarchische Republik, in der die Masse der Bevölkerung eines jeden politischen Einflusses entbehrte, jetzt vorüber sei. Auch er hat an den Verfassungsentwurf der Konstituante vom Sommer 1849 erinnert und damit eben auch noch einmal den Bezug hergestellt zu diesen Vorgängen. Ganz interessant ist, dass er sich ausdrücklich auf die Antrittsrede der Alterspräsidentin der Bürgerschaft bezieht im März 1919 mit Helene Lange und also ihre Position dieser grundlegenden Veränderungen und vor allem der Beteiligung der Frauen
unterstrichen hat. Er hat sich dann auch noch bezogen auf eine Bürgerschaftsrede von Rudolf Roß und dann resümiert: Die Republik Hamburg ist jetzt ein absolut demokratisches und parlamentarisch regiertes Staatswesen, während es früher eine oligarchische Republik mit aristokratischer Spitze war. Und dann hat er noch einmal im Sperrdruck, also auch herausgehoben, eine absolut demokratische und parlamentarisch regierte Volksrepublik sei geschaffen worden. Und dann, auch das ist so ganz typisch, kommt nochmal wieder der Bezug auf die Hansezeit, auf den frischen Seewind in der Stadt. Und man hofft eben auf die lebendige Fühlung mit dem Wirtschaftsleben. Und da merkt man bei ihm dieses Bedauern, dass das in der Verfassung eben, was die alteingesessenen Interessenvertretungen eben angeht, nicht so berücksichtigt worden ist. Aber er meinte, die Kreise, die deshalb nicht für die Verfassung zu stimmen vermochten, das waren im Wesentlichen seine Partei, die DVP, aber auch so eine Wirtschaftspartei, die es damals in Hamburg noch gab, die werden nicht grollend zur Seite stehen, sondern ihre volle Kraft einsetzen, dass unter der neuen Verfassung das alte Hamburg neu erblühe. Und dann gab es noch eine vierte Broschüre, die gab der Journalist Arthur Obst heraus, der für das liberale Hamburger Fremdenblatt arbeitete und seit 1892 schon Politik und Kultur in Hamburg kommentierte. Der hat übrigens 1890 in Berlin mit einer Arbeit über Ursprung und Entwicklung der hamburgischen Ratsverfassung bis zum Stadtrecht von 1292 promoviert. Und die Druckfassung hat er dem Senator und Bürgermeister Johannes Fersmann in Verehrung und Dankbarkeit gewidmet. Auch Obst hat einen historischen Überblick gegeben, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, nannte die Konstituantenverfassung ein ganz vortreffliches, seinerzeit weit vorauseilendes Werk. Und in der Tat verdient diese, ich hatte es erwähnt, zu Unrecht vergessene Verfassung mit ihrem eindrucksvollen Grundrechtekatalog durchaus mehr Beachtung in Hamburg. Auch Obst hat interessanterweise seine Broschüre mit der Rede von Rudolf Roß unterstrichen und dann zitiert: Die Massen fordern gebieterisch ihr Recht auf Mitbestimmung in allen Angelegenheiten der Gemeinschaft und ihren Anteil an den wirtschaftlichen und geistigen Gütern. Ja, das sind so ein paar Eindrücke, was in der Verfassung neu war, grundsätzlich neu auch im Vergleich zum alten Hamburg. Einige Stimmen, die diese Verfassung dann kommentierten und erläuterten, und der Ausblick im Grunde auf die weitere Entwicklung der hamburgischen Verfassungsgeschichte dann mit diesen markanten Daten 1946, 1952 und 1996. Das Ganze, wie gesagt, ist in Fluss. Das Thema der Deputationen hatte ich mehrfach erwähnt. Das ist sozusagen die nächste Verfassungsdebatte, die ansteht in der Stadt. Und vielleicht ist ja dann in einigen Jahren, wenn wir wieder an 1848, 49 erinnern, auch die Gelegenheit, die Konstituantenverfassung neu zu würdigen. Vor allem die Männer, die sich dafür in Hamburg ganz stark engagiert haben. Das sind liberale Demokraten. Gabriel Rieser gehört dazu, der Paulskirchenabgeordnete, der für Glaubens- und Gewissensfreiheit eingetreten ist, war allerdings ja nicht in Hamburg gewählt worden, sondern im benachbarten Wahlkreis Herzogtum Lauenburg. Und eben auch diese freisinnigen Frauen, die 1848, 49 zwar noch nicht die politische Teilhabe, aber den Anspruch erhoben, in der Bildung gleichberechtigt zu sein, Zugang zur Bildung zu haben und damit im Grunde die moderne Frauenbewegung begründet haben.